herzlich willkommen zu einem neuen Backvideo. Benötigen wir 300 Gramm Mehl. Wie Schnee. In diesem Jahr gab es keinen Schnee. Okay, jetzt benötigen wir dringend 1,5 Teelöffel Backpulver. Okay, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Nee, tschüss. Nee, das geht. Ja. Okay, jetzt wollen wir. Nein, das ist auch nicht mehr. Jetzt benötigen wir fast 25 Gramm Zucker. Yeah. Nee, das ist jetzt nicht. Und zwei Päckchen Vanillezucker. Und rein damit. Für mich ist Vanillezucker und Zucker fast kein Unterschied, nur dass es Vanille schmeckt. Okay. Jetzt umrühren. Erste Teil fertig, das ist das trockene Teil. Jetzt kommt das nasse Teil. Dazu nehme ich das zur Seite. Jetzt wollen wir den zweiten Teil, und zwar den nassen Teil. Sieht man schon, oder? Nass, 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 nass. Dann fangen wir an. Dazu benötigen wir fast ganze Becher Naturjoghurt in eine Schüssel. Und okay. Und jetzt benötigen wir 110 Gramm geschmolzene Butter. Okay. Okay. Sieht fast aus wie Eigelb. Oder? Fast aus wie Eigelb. Warte, ich bin schmutzig. Okay. Und zwei Eier. Jetzt kommt das Eigelb. Jetzt benötigen wir den Saft von einer ganzen Zitrone. Habe ich hier schon. So. Und dann viel Spaß bei Umrühren. Warte, ich mag immer die Eier zu quetschen. Das macht immer so viel Spaß. Ich denke, das ist jetzt gut. Hoffe ich zumindest. Dann machen wir es so. Wir machen es zusammen. So. Rein damit und das auch. Mann! So, fertig. Jetzt wieder umrühren. Mein Gott. Bei Mehl umrühren ist das immer das Gemeine. Okay, ich denke, das ist fertig. Und das ist jetzt sehr wichtig, was jetzt wird. Der Teig darf nicht glatt sein, sonst wird das nicht klappen.
Also nicht ganz glatt. Er muss so ein bisschen pappelig sein. Okay? Jetzt meinen wir richtige Muffins. Löffel voll. Top. So. Eins. So, ich bin jetzt fertig. So sieht das aus. Jetzt können wir alle Muffinsformen, also Muffins, für 15 Minuten in den Backofen, aber für 200 Grad. Nochmal, wir geben das für 200 Grad für 15 Minuten in den Backofen. Okay, dann bis gleich. Dann warte ich. Und warte ich. Und warte ich. Eine Minute ist, glaube ich, schon rum. Was? Nicht mal eine Minute? Mann, ich warte. Ja. Ja. Bin fertig. Lecker, lecker. Jetzt müssen sie abkühlen und dann haben wir lecker, lecker Essen. Unsere Muffins sind jetzt fertig, aber können nicht essen. Jetzt machen wir Butterzucker, Butterzucker. Yeah! So. Jetzt. Ich nehme hier das. Einfach das Beste. Macht das wirklich nach. Das lohnt sich echt. Ich kann die Muffins wirklich empfehlen. Die besten auf der Welt. Also auf der Welt würde ich nicht sagen, aber richtig lecker, mein Gott. Ich könnte einfach den ganzen Teller essen. Ist so lecker. Also ich kann sie wirklich empfehlen. Gib mir andere Ideen, um Sachen zu backen. Vielleicht Plätzchen, Kuchen oder so. Bis nächstes Mal. Tschüss.